Bei unserer Serie Historische Grabstätten befinden wir uns da jetzt am Friedhof von Schott-Wien im Semmeringgebiet. Und die historische Grabstätte soll eine Pyramide sein. Jetzt werden wir da mal eintreten. Da haben wir noch das Friedhofsgebäude. Schön aus Ziegeln gebaut, aus Backsteinen. Schöner Industriebau. Eigentlich. Heute haben wir den 26. Dezember. Kein Schnee da, das ist normal ungewöhnlich. Das ist wunderschön. Da in Schott-Wien, das Tor zum Semmering. Da jetzt die Pyramiden. Das ist ja ganz interessant, wer sich eine Pyramide als Grabstätte ausgesucht hat. Auf alle Fälle so alt. Ich habe einmal gehört, dass das mit dem Bergbau was zu tun hat. Da zu geht. Kann man nur lesen, Johann Leitgeb, 1852. Wie lange es die historische Grabstätte noch geben wird. Hoffen wir lang noch, weil sowas gehört erhalten. Da filmen wir jetzt nochmal von hinten die Pyramide. Hinauf in die Bergwelt. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass der Welsbacher ein Baumeister war, was da bestattet war. Ob es da noch wem gibt, weiß man nicht. Ja. Immer nur mit den Kanten. Da sieht man schon Sprünge. Schön langsam verfolgt. Diese ehrwürdige Grabstätte. Und auf den Himmel. Glaubt's gar nicht. Heute 26. Dezember. So ungefähr 5 Grad plus, kein Schnee. Da am Friedhof von Schott-Wien, bei einer Pyramide als Grabstätte.